Hey Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Weiter geht es hier wieder in Halloween Town. Nachdem wir im letzten Part ja diesen Gefängniswärter hier auf dem Friedhof platt gemacht haben, mit ein wenig Überlänge noch dazu in dem Part, aber hey, das ist ja egal, Hauptsache es macht Spaß und ich hatte auch echt eine Menge Spaß an dem Part hier dabei. Aber naja, jetzt haben wir ein größeres Problem hier und zwar hat Oogie Boogie jetzt den Weihnachtsmann gekidnappt. Ja, was sagen wir dazu? Oogie Boogie ist wieder dort, hat natürlich nichts Besseres zu tun, als mir meinen Weihnachten zu versauen. Mir scheint, er hat seine Lektion beim letzten Mal nicht gelernt. Ja, und dabei haben wir echt alles gegeben. Wir haben ihn ja schließlich platt gemacht. Oogie Boogie hat Niki Kraus entführt. Er ist durch die Tür ins Hinterland verschwunden. Ihr müsst ihm das Handwerk legen. Ja, das machen wir dann mal am besten. Und zwar so schnell es geht. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, der Typ hat natürlich wirklich nichts. So, bei dem muss ich aufpassen hier. Die können nämlich echt verdammt schlimme Tornados hier erschaffen. Deswegen lieber schnell, so schnell es geht, erledigen. So, geschafft. Oh, und da sind noch mehr davon. Boah, Mann, Alter. Verdammt. Zack. So, der auch. Gut, und weiter geht's. In den Weihnachtshügel hinein. Ich habe ein bisschen umdekoriert. Aber noch bin ich nicht zufrieden. Keine Frage, klare Ansage. Wir brauchen hier noch etwas mehr Oogie-Boogie-Flair. Hoffentlich steht dem alten Knaben die Verwandlung in einen Herzlosen auch so gut zu Gesicht. Oh. Oh. Du Tollpatsch! Du bist noch hier? Verschwinde wieder dorthin zurück, wo du herkommst! Du versaust mir die Show! Hast du schon vergessen, wer dich wieder zum Leben erweckt hat, du Undankbarer? Tut mir leid, ich kann mir nichts merken. Wie du meinst, du Lachsack? Dann geh doch an deiner Selbstüberschätzung erneut zugrunde! Dann wollen wir mal gucken. Oh, Scheiße, das qualmt. Oh, hoffentlich hat er wenigstens Rauchmelder installiert. Na toll. Gut, dann müssen wir uns mal wohl ein bisschen beeilen. Wenn die ganze Bude schon zu qualmen anfängt, dann ist es schon halb zu spät. Deswegen... Na ja, gut. Zack. So, die sind erledigt. Warte mal, das Geld darf ich doch nicht liegen lassen. Das ist zu wertvoll. So, und da ist wieder so ein Vieh. Oh, ey, Alter, das gibt's doch nicht. Okay, war's das? Oder ist hier noch einer? Nein, alles okay. Sind alle weg. So, da sind wir. Hey, was machen denn die Weihnachtselfen noch hier? Als ich in der Fabrik nachgesehen habe, sah ich eine große weiße Gestalt, die den Lift bediente. Der Lift wird eigentlich gerade repariert. Er wird zu schwer beladen, dann könnte er kaputt gehen. Aha. Etwas Schreckliches ist passiert. Nikolaus lag da gefesselt. Und dann kam dieser riesige Kerl. Ich habe mich sofort versteckt. Und was machen wir jetzt? Ja,
ich würde mal sagen, wir kümmern uns mal darum. Oh Mann. Wo ist der Typ? Verdammt! Jack Skellington! Noch Ugi! Wir beide, du und ich, haben noch eine Rechnung offen, Jack. Das gilt natürlich auch für deine Freunde. Was hast du mit Nikki Graus vor? Mit wem? Nikki Graus? Wovon redest du, Knochenmann? Und was in drei Käfers Namen mag dieser Rotmantelaffe hier? Mag die Biege-Opa! Das ist ein Bein. Herr Nicky Graus! Ihr Kleinen! Was hat der jetzt vor? Ah, da, der Lift. So. Push den Button! Oh, wow. Barrieren, Stacheln und Donald? What the fuck? Naja, zumindest hat man jetzt sofort kapiert, wozu es gut ist. Man landet immer da, wo die beiden Durchgänge gerade blau leuchten. Tja. Gut, wir wissen ja auch schon, was wir tun müssen. Das hat uns ja schon so ein Weihnachtself verraten. Dass wir unbedingt den Lift schwer beladen müssen, damit er kaputt geht. So. Oh, Vorsicht! Dafür immer schön den Birdie machen. Wow. Oh, aua! Versuch's ruhig! So, machen wir es mal ein bisschen extremer, obwohl... Oh, der haut schon ab. Mann, ich habe noch nicht mal viel abgezogen und... Wow, verdammt. So, da ist er wieder. Und zack. Zack. Wow. Oh ja, finde ich toll. Oh. Komm schon. Zack. Nee, ich will das nicht haben. So, und auf die andere Seite. Schnell. So, jetzt gehörst du mir. Ganz allein. Oh, fuck. Ah. Mann. Irgendwie ein bisschen bekloppt, dass er immer jetzt mal zwischendurch da unbesiegbar ist. Wow. So, jetzt ist er wieder in der Mitte. Los, komm schon, lass mich raus. Ach, den Dingern? Oh, whatever. Oh, fuck. Okay, haut die nächste Ebene ab. So.
Nächster, du entkommst mir nicht. Okay, was war jetzt so schwer daran, dem auszuweichen? Ach Mist, und jetzt läuft er schon wieder in die nächste rum. Ja. Schön für dich. Ja. Oh, aua. Oh, fuck. Ah Mann, jetzt komm schon, Alter, diese scheiß Windbeutel, ey. So, das war's. Oh, Goofy hat Dickschädel erlernt. Also noch eine Ability, die viel zu hohe AP-Kosten hat. Mann! Oh, ey, du läufst aus! Oh, die andere Seite ist auch undicht. Das Leben ist kurz, besonders wenn es sich dabei um ein neues handelt. Zumindest in seinem Fall. Alles klar, Weihnachten ist gerettet. Sehr gut, jetzt kann mein Weihnachtsfest kommen. Ja, bleib du bei Halloween und dem gruseligen Zeug. Jack. Hier, es ist fertig. Wunderbar. Einfach perfekt. Danke, Sally. Jack, musst du das wirklich tun? Aber ich gebe einen tollen Weihnachtsmann ab. Ach, hör zu, Jack Skellington. Du hast mich und Weihnachten gerettet. Dafür danke ich dir. Aber bring bitte keinen Ärger mehr mit ins Weihnachtsland. Und was dieses Kostüm betrifft, du willst doch nicht etwa für mich als Weihnachtsmann einspringen. Ich dachte nur, dieses Jahr könntest du dich endlich mal ausruhen. Du bist doch sicher immer ganz erschöpft von den Vorbereitungen und brauchst Urlaub. Und ich sehne mich mal nach einer Abwechslung. Ja, der Weihnachtsmann zu sein ist anstrengend. Aber ich verrate dir was, Jack. Die vielen glücklichen Gesichter der Kinder, die meine Geschenke in Empfang nehmen, geben mir die Kraft und den Ansporn für meine Arbeit. Jahr für Jahr für Jahr. Und du, Jack, du magst es doch, wenn ihnen der Schrecken ins Gesicht geschrieben steht, ihnen Angst und Bange wird. Was, wenn jemand dir das wegnehme? Wir beide erfüllen eine wichtige Aufgabe in der Welt, Jack. Ich muss mich um Weihnachten kümmern und du dich um Halloween. Und deshalb müssen wir beide auch unser Bestes geben. Schließlich bist du das Gesicht von Halloween, Jack Skellington, der Kürbiskönig, der Meister aller Albträume. Und obwohl dich Weihnachten faszinieren mag, Jack, ist Halloween dein Element. Keiner kann das so wie du. Die Kinder verlassen sich auf uns, also an die Arbeit. Bereite das nächste Halloween vor. Und ich muss jetzt den Kindern eine Weihnacht liefern. Du hast recht. Ja, ich bin der Meister des Spuks. Und wenn Halloween zur Routine wird, muss ich mir nicht ein neues Fach suchen, sondern sie mit neuen Ideen zum Schreien bringen. Jack! Oh, Jack! Hier steckst du also! Ich habe die Pläne für das nächste Halloween. Ich muss sie mit dir durchgehen, damit wir anfangen können. Wie war? Viel Glück, Jack Skellington!
Und schon ist der Fall bei der Sache. Ja, und auch ich darf mir ganz gewiss nicht weniger Eifer leisten. Oh, Jack, jetzt ist keine Zeit für Späße. Was ist das? Jedenfalls etwas zu festlich für unser Halloween. Wir müssen jetzt los. Bevor ihr geht, Sora, du hast doch diesen guten Freund. Der dir laut meinen Aufzeichnungen damals gesagt hat, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Ja, stimmt. Das hat er gesagt. Grüß ihn ganz herzlich und erzähl ihm doch von mir. Mach ich, aber wissen Sie, wo ich Riku finde? Nein, aber gib nicht auf. Und vergiss nicht, wenn du an Riku glaubst, findest du ihn auch. So wie du mich gefunden hast. Alles klar. Na, das ist doch mal ein wenigstens ein kleiner Trost. So, wir bekommen das Magnetelement. Sendet eine Kraft aus, die Gegner anzieht. Über das Kommando Magie anwählbar. Ja. Darauf haben wir auch schon eine Weile gewartet, denn es ist ja nötig für eine gewisse Quest, die ich ja noch machen müsste. So, weiter geht's. Na, da hinten ist es ja schon. Neue Episode wurde in Atlantica hinzugefügt. Ja, aber ich habe mir eigentlich auch da schon überlegt, dass ich das genau wieder bei den verlorenen Seiten von Pooh's Bilderbuch, dass ich das eigentlich erst machen werde, wenn ich alles Nötige zusammen habe. Und zum Glück weiß ich ja, was ich auch dafür alles brauche, um da Atlantica komplett abzuschließen. Deswegen hebe ich mir das mal für ein andermal auf. Und werde jetzt stattdessen in die nächste Welt weiterreisen. In die Sonnenlichtmenge. Enge. Oder so. Was weiß ich. Das habe ich jetzt nicht so genau erkennen können. So, und weiter geht's. So, welches Modell nehmen wir denn dieses Mal? Wieder das von vorher? Oder nehmen wir mal das neue Gummijet-Modell? Ne, ich nehme das neue. Hin und wieder mal ein bisschen was Neues muss mal dazu. Auch hier bei den Gummischiffreisen muss man auch ein bisschen Abwechslung her. Und los geht's. Ja, hier gibt es erstmal wieder keinen Hinweis über Schätze. Okay, das scheint ja wohl wieder etwas so eine etwas gechillte Reise zu sein, wie es aussieht. Zumindest von der Musik klingt das ja so. Okay, vielleicht war dieses Schiff ja doch keine so gute Idee. Also das vorherige war, wie ich fand, ja doch eigentlich um einiges besser. Vorsicht. Was ist das für ein Ding? So, okay. Ah, okay, schon haut er ab. Ich merke irgendwie schon, das Schiff ist irgendwie nicht gerade besonders toll hier. Damit mache ich ja irgendwie kaum Schaden gerade.
Also ich würde dann sogar schon fast mal sagen, ich werde irgendwann mal aufscreen jetzt sogar. Ja, wieso eigentlich nicht? Ich schaue jetzt gerade auf die Uhr. Der Part ist eh schon gleich so, eigentlich eh schon längst überfällig mit dem Beenden. Deswegen werde ich dann offscreen danach mal wahrscheinlich ein bisschen hier am Gummichef-Chat rumbasteln, damit ich mir was, ja, ein bisschen neueres Modell hier mal so zusammenbasteln kann mit etwas stärkeren Waffen. Vielleicht benutze ich ja sogar dieses Modell hier mal so als Basisvorlage, nur dass ich es eben halt dann mit den Waffen ein wenig umbaue. So, wo sind wir hier? Nein, sind wir nicht. Denn da kommt jetzt wieder dieses fette Ding da. So, dann baller ich den erstmal um. So, gehst du endlich mal drauf, du Scheißding! Mann! Mann! Ich habe ja echt fast gar nichts geschafft. Naja, das war ja echt sowas von beschissen, ey. So, Highwind Level 58 ist wenigstens, das ist doch schon mal etwas Gutes. Und das Ultima Gummi. So, und... nur einen einzigen Gummistein dort eingesammelt, das ist doch echt nicht wahr. Tja, Freunde, so geht das also zu Ende. Das war ja wirklich beschissen, muss ich mal echt sagen. Naja gut, für die nächste Gummischiffreise sollte ich mir auf jeden Fall ein besseres Schiff zulegen. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle beende ich da mal den Part. Und im nächsten, dann werden wir die neue Welt anfliegen. So, ich bedanke mich da mal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.